Die Behandlung der Zornesfalter auf eine sehr natürliche Art und Weise bringt immer die Planung der vorherigen Planung mit ein. Das bedeutet, die Muskulatur muss in der Dicke analysiert werden, die Hautdicke muss analysiert werden von den plastischen Chirurgen, das Geschlecht muss berücksichtigt werden, die Aktivität der Mimik, sowohl die Gesamtaktivität als auch die lokale Aktivität des Gesichtes muss berücksichtigt werden und dementsprechend sollte immer das Präparat, also das Botulinumtoxin, vorher angemischt werden in der Konzentration und dann auch noch in der Menge und in der Tiefe, je nachdem, in welche Schicht man das Ganze platziert, beachtet werden. Man sieht, es sind viele oder zumindest einige Punkte, die hier beachtet werden sollten für ein natürliches Ergebnis. Es geht dann natürlich auch schneller, indem man ein fertiges Produkt einfach da rein injiziert, aber das führt dann meistens zu versteiften Gesichtern und davon, denke ich, gibt es doch einige. Wenn man natürliche Ergebnisse haben sollte, sollte man immer zu einem erfahrenen plastischen Chirurgen, der dieses Handwerk auch beherrscht.